zusammen und willkommen zu NHL 17 League of Nations, die Serie, wo wir miteinander mit der Schweizer Nationalmannschaft eine ganze Saison bestreiten gegen andere Nationalteams. Und das kommt ja richtig geil bei euch an. So unglaublich geil, dass wir es wieder geschafft haben, miteinander. Ihr habt es geschafft, du hast es geschafft, dass die letzte Episode wieder über 40 Likes gekriegt hat. Richtig geil, danke für den Support. Und wenn wir das heute wieder schaffen, also für diese Episode, wenn die wieder 40 Likes oder mehr kriegt, dann wird es in der nächsten Episode, in der vierten Episode, ganze 4 Matches geben. Du hörst richtig, 4 Matches in der nächsten Episode, wenn die heutige Folge wieder mehr als 40 Likes kriegt. Also, wenn du das sehen möchtest, dann gib dem Video jetzt einmal einen Daumen nach oben. Dann weiss ich, ihr möchtet das sehen, du möchtest das sehen und miteinander kriegen wir das sicher her. Jetzt aber, ihr seid miteinander da. Und zwar wegen der Action auf dem Eisfeld. Und mit dieser Action fangen wir jetzt an. Also ab geht's! Erstes Spiel beginnt. Wir spielen gegen Team Österreich, unsere Nachbarn, ein Match, wo wir einfach gewinnen müssen. Und das werden wir sicher miteinander herkriegen. Auch wenn das hier mit den Trikots ein bisschen mühsam ist. Aber wir kriegen das her. Nein. Schöne Parade, Hiller. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Es läuft nicht. Also Distanzschuss. Ah, das wird pariert. Ja, Österreich macht einen richtig Druck. Oh mein Gott. Es wird Zeit für ein Goal. Kommt noch Pass über. Jawohl, nochmal Pass und jetzt. Nein. Es ist immer noch 0-0. Es ist unglaublich. Jetzt aber, komm, Abpraller. Jawohl, Abpraller wird verwertet zum 1-0. Endlich gehen wir in die Führung gegen die Österreicher. Yes. Ah. Das 1-0 von Sven Andrighetto ist sehr wichtig und nicht genauso wichtig wäre, wenn wir das Bulli-Viren gewinnen. Wir gewinnen es auch. Wir schiessen aber, der Schuss wird blockt. Scheiße. Ah, wir sind im zweiten Drittel da. Ein Fehler von der Österreicher. Können wir das ausnutzen? Wir probieren mit dem Distanzschuss, aber der wird blockiert. Trotzdem haben wir noch die Scheibe. Zack, Pass. Und aus der Luft kommt Holder den. Nein. So, jetzt aber. Sehr schön gemacht. Und jetzt noch der Pass und der Schuss. Nein, der Goal ist safe. Das. Österreicher können nicht ausrichten, aber wir sind auch nicht besser, aber da haben wir den Angriff. Abpraller kriegen wir wenigstens auch den kriegen wir nicht. Das 1-0 ist einfach viel zu wenig. Oh mein Gott, was ist das jetzt gewesen? Nein, die letzten paar Sekunden sind am Laufen. Österreich hat die Scheibe. Wir müssen sie von der Scheibe noch trennen. Oh mein Gott, zum Glück ist der Schuss am Goal vorbei. Und somit steht es auch nach 2 Drittel weiterhin 1-0 für die Schweiz. Zack, die verarschen wir. Pass, Schuss. Nein. Ich will es einfach zu schön machen. Wir kesseln die Österreicher jetzt. Probieren wir es von da. Aber wer schießt über die Scheibe, dann machen wir einen Querpass. Und jetzt der Schuss, aber der geht am Goal vorbei. Nächste Möglichkeit. Komm, Ines, wir jetzt rein mit dieser Scheibe. Hauen die doch mal endlich rein. Ah, ist das ein scheiß Gewühle da vor dem Goal von mir. Nein, shit. Schöne Parade, Hiller. Jawohl. Danke, Hiller Hebner. Oh mein Gott. Gar nicht mehr auf den Controller etwas drückt, sondern einfach nur noch Kopf, dass der Hiller es pariert und er pariert es. Meine Güte, du. Nein. Oh. Schnell spielen. Wir wollen jetzt das gerade ausnutzen, so viel freies Eis vor uns zu haben. Kommt nochmal Pass. Jawohl. Und jetzt. Nein, was mache ich? Ah, komm rein, die ist rein. Richtig ein Fehler von mir. Ich habe einfach mal den Pass und alles schon geschossen. Aber egal, ganz komisch. Irgendwas wie kommt die Scheibe hinter das Netz. Das Goal mit dem Yannick Weber geschrieben. Oh mein Gott, das schauen wir uns nochmal an. Einfach etwas, das Goal. Einfach etwas, aber absolut verdient. 2,5 Sekunden. Österreich hat der Goal in der Aussen. Wir müssen das Bulli nur noch gewinnen. Da haben wir es. Die Scheibe einfach wegkriegen. Da ist sie reden. Wir gewinnen den ersten Match gegen Österreich. Sehr knapp, aber absolut verdient mit 2-0. Und somit gehen wir jetzt direkt in den zweiten Match. In unserem zweiten Match heißer Gegner Italien. Die Vorzeichen könnten nicht unterschiedlicher sein. Denn die Schweiz 4 Spiele, 4 Siege. Italien 4 Spiele, 4 Niederlagen. Also alles andere als ein Sieg für die Schweiz wäre ein riesiger Blamage. Endlich können wir einen Angriff starten. Kommt der Pass, kommt noch ein Pass, Schuss. Und da haben wir gerade 1-0. Erster richtiger Angriff, der für die Schweizer jetzt einmal geklappt hat. Und der wird eiskalt ausgenutzt zum 1-0. Und das sogar noch wunderschön. Darf der Gegner nie unterschätzen. Auch wenn der Italien heißen, da eine riesige Chance, die aber unseren Goalie zunichte macht. 1-0 nach einem Drittel wäre ja richtig peinlich gegen die Italiener für die Schweizer. Also kommt jetzt da 2-0. Nein, der eigene steht im Weg.
Wer hätte das denken, dass nach einem Drittel es nur 1:0 für die Schweiz steht und Italien ein ganz gutes Spiel macht, wie das die Chance gerade hier gezeigt hat. Ich weiß nicht, was mit mir los ist, was mit den Schweizer los ist. Unglaublich. Wir können nichts machen oder machen wir so Fehler. Aber zum Glück ist der Abschluss scheiße und wir machen das Spiel schnell. Ich will unbedingt den nächsten Score. Ich mache das schnell. Jetzt kommt der Schuss. Aber der ist zu ungenau und zu wenig scharf. Straf gegen Italien, das müssen wir ausnutzen. Das Bulli wird gewonnen. Da können wir schiessen und wir nutzen es gerade direkt. Straf innerhalb von wenigen Sekunden ausgenutzt. Bulli gewonnen. Abdruck ins linke oberen Eck. 2:0. Endlich eine schöne Führung, die mich ein bisschen beruhigt. Oh shit, das spielen sie jetzt gerade gut. Das spielen sie jetzt gerade sehr gut. Aber der Bär spielt das auch sauber. Was sind das für Pässe? Unglaubliche Pässe. Und können wir das da gerade beim Goal machen? Nein, wir treffen nur den Pfosten. Wenn wir ehrlich sind, 2:0 nach zwei Drittel gegen Italien ist einfach richtig schlecht. Aber da machen wir gerade 3:0. Jawohl, direkt sehen, wie einfach ich da durchgekommen bin. Und endlich haben wir mal das Goal können auch so machen, wie ich es mir schon ein paar Mal vorgestellt habe. Und es steht 3:0. Richtig verdiente Führung von uns. Ah! Ui! Ui! Ah! Ah! Oh mein Gott, zum Glück ist Italien scheiße im Abschluss. 3:0 für gegen Italien ist natürlich sehr beruhigend, aber 4:0, was man nämlich genau da ist, perfekt schiessen, ist noch beruhigender. Yes! So geil rausgespielt, das 4:0. Richtig geil. Schauen das an, wie die Pässe kommen. Schauen das an. Aha, aber der letzte Pass kommt nicht an. Die letzten paar Sekunden laufen. Die Schweiz will nicht mehr. Italien kann nicht mehr. Und da haben wir jetzt die erlösende Sirene. Wir gewinnen mit 4:0. Zwei Matches, zwei Shoutouts. Richtig geil. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn du möchtest, dass wir endlich neue bzw. stärkere Gegner endlich kriegen, dann werden sie kommen. Und mit Sicherheit werden sie kommen, wenn wir in der nächsten Episode 4 Matches machen. Ich dachte, diese 4 Matches gibt es nur, wenn das Video jetzt hier über 40 Likes zum dritten Mal nacheinander herkriegen. Also teile das Video in der Schule, bei der Arbeit, im Ausgang, wo auch immer, auf Facebook, Snapchat, Instagram, keine Ahnung, was es da alles gibt, aber teilen, machen, damit es wirklich so weit kann kommen, dass es in der nächsten Episode ganze 4 Spiele geben und endlich mal ein richtiger Kracher von Gegnern uns entgegensteht, gegenübersteht. Das war's jetzt aber auf Fernkündigung für das Video. Ich danke euch wirklich nochmal fürs Zuschauen. Ich bin immer noch auf Level 1000. Ich muss es beenden, weil ich sonst labere bis zum geht nicht mehr. Also, danke euch und wünsche euch somit noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!